Hallo, willkommen zur Pilztour im September und wir starten mit diesem Knollenblätterpilz, wohl der gelbe Knollenblätterpilz. Daran zu erkennen, dass er beinahe ganz weiß ist, hat hier einen leichten Gelbton im Hut. Der hätte auch weiße Velumreste, die sind aber wohl vom Regen abgewaschen. Markant ist, dass er nach Kartoffelkeller riecht. Da hat es ein bisschen Kartoffelgeruch. Weißer Stiel, eine deutliche Knolle, freistehende weiße Lamellen. So, gut zu sehen, wie sie freistehend sind am Stiel und einen hängenden Ring, der undeutlich bis gar nicht gerieft ist. Die Knollenblätterpilze sind alle giftig, so auch der gelbe Knollenblätterpilz. Was wir schon gefunden haben, sind diese drei Täublinge. Bei den Täublingen unterscheide ich so beim Pilzsammeln nur zwischen genießbaren und ungenießbaren, also scharfen und milden. Diese beiden sind jetzt milde. Bevor es hier mit diesem Täubling weitergeht, möchte ich noch ein, zwei Dinge sagen. Einerseits das Pilzbuch, das ihr eben im Pilzkörbchen gesehen habt. Das ist eines meiner Hauptinformationsquellen, der große Kosmos Pilzführer. Link dazu packe ich in die Beschreibung und an dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bei den Personen bedanken, die bereits über diesen Amazon-Link bestellt haben. Da sind schon 4 Bestellungen durchgegangen und ich bin wirklich dankbar und schätze diese Art der Anerkennung sehr. Weiter ist es so, dass ich in diesem Video relativ schnell über die für mich wichtigsten Erkennungsmerkmale der Pilze hinweggehe. Ich möchte euch dafür möglichst viele Pilze zeigen können. Es gibt auf meinem Kanal ja schon viele Pilztouren, Pilzporträts und Pilzquiz-Videos, wo ich relativ langwierig und detailliert auf die einzelnen Merkmale eingehe. Also hier wieder ein Täubling. Das Markanteste beim Täubling ist, dass er ringlos ist, dass er sehr brüchig ist, ist ein Sprötblättler, der bricht, aber fasert nicht. Und er ist im Grundsatz weiß, also weißer Stiel, weißes Fleisch, weiße Lamellen und hat eine Hutfarbe in diversen Farben, je nach Art. Und die Täublinge, wenn man sie denn sicher bestimmen kann, kann man eine Kostprobe nehmen. Schmecken sie nach 30 Sekunden immer noch angenehm mild, ist es ein essbarer Täubling, wird er unangenehm oder scharf, ist er kein Speisepilz. Wer sich bei einem Pilz nicht sicher ist, sollte sich persönlich beim örtlichen Pilzsachverständigen beraten lassen, denn meine Videos dienen lediglich eurer Unterhaltung. Hier dieser gelbe, elastische, gummiartige Pilz, der klebrige Hörnling, der ist ungiftig, aber zäh und deshalb ungenießbar. Manche verwenden den als Dekoration in Einmachgläser. Und hier sind wir wohl fast schon ein Jahr zu spät. Hier haben wir noch die Stiele ohne den Hut vom Reishi, vom glänzenden Lackporling. Ein ungenießbarer Pilz, aber einer der wichtigsten Vital- und Heilpilze in der traditionellen chinesischen Medizin. Der wächst so am Stiel und bildet hier oben einen Porling-Hut aus.
Hier haben wir einen flockenstieligen Hexenröhrling mit seinem schuhbraunen Hut, einem helleren Rand hier am Hutrand, draußen einen gelben Stiel mit roten Flocken dran und vor allem rote Röhrenmündungen. Und er ist im Schnitt und bei Verletzung und auf Druck stark schwarz-blau anlaufend. Hier sind Kartoffelboviste. Bei den Bovisten ist es ja so, sie dürfen keine Lamellenansätze haben, sind sie außen rein weiß und innen rein weiß, sind es gute Speisepilze. Außen braun und innen weiß minderwertige, aber essbare Pilze, und sind sie außen braun und auch innen so braun, dann sind sie ungenießbar oder wie der Kartoffelbovist hier sogar giftig. Hier haben wir einen Korallenpilz. Korallenpilze habe ich ehrlich gesagt zu selten, um sie wirklich genau bestimmen zu können. Manche davon lassen sich auch nur unter dem Mikroskop genau zuordnen. Ich kenne mich damit zu wenig aus und möchte es damit einfach bei der Gattung belassen. Bei den Korallenpilzen gibt es essbare, aber auch giftige. Weil ich mich damit nicht auskenne, lasse ich die immer stehen. Dann haben wir hier einen dickblättrigen Schwarztäubling. Der hat hier in der, ist so in der Mitte niedergedrückt, ist so ganz trocken in seiner Huthaut. Und das ist ein Täubling, der hier schwarz anlaufend ist bei den Verletzungen, und er hat relativ dicke und breit stehende, weit auseinanderstehende Lamellen. Ja, der gilt als essbar, sollte aber wohl längere Zeit gekocht werden und ist aufgrund von seiner Stabilität und Festigkeit wohl eher ein spezielles Erlebnis, den zu essen. Dieses gelbe Gebilde hier, das ist die gelbe Hexenbutter. Ein ungenießbarer Pilz, so ein schleimiger Pilz, aber immer wieder auffällig. Hier auf diesem Birkenholz entwickelt sich gerade ein junger Birkenpurling. Der noch recht klein, der soll noch ein bisschen wachsen. Aber hier drüben unten ist schon ein etwas größeres Exemplar. Ich gehe mir hier mal runter und dann zeige ich euch den von nahem. Ja, der Birkenpurling. Der wächst ausschließlich auf Birken. Dieser Baum, der gut erkennbar ist an seiner weißer abblätternden Rinde. Der Birkenpurling ist hier außen weiß, innen eher braun, aber auch sein Fleisch ist weiß. Seine oberste Hautschicht, die ist hier so aufreißend, und er hat unten weiße Poren. Ja, der Birkenpurling ist kein Speisepilz, aber ein Vital- und Heilpilz. Vor oder nach diesem Video gibt es nochmal ein kleines Porträt zum Birkenpurling und seiner Wirkung als Vitalpilz. Hier ebenfalls am Birkenholz wachsend. Deshalb vermute ich, dass das hier ein Birkenblättling sein wird. Ein Blättling daran zu erkennen, dass er hier weniger Poren als mehr so blättrige Spalten hat. Und da er hier auf dem Birkenholz wächst, vermute ich, den Birkenblättling, der ist zäh und ungenießbar. Eine Birke zu finden ist ja noch keine große Kunst, aber
ein Stück Wald zu finden, wo das abgestorbene Birkenholz liegen bleiben darf und der Gang der Natur seinen Lauf nehmen darf, das ist schon eher schwieriger. Hier an diesem Stück Birkenholz wächst der rotrandige Baumschwamm, ein mehrjähriger Pilz, ebenfalls zäh und ungenießbar und gut erkennbar durch seine rötliche Färbung, eher schwärzlich an den älteren Stellen und eine helle Wachstumszone. Manchmal bilden sich hier unten auch solche Gutationstropfen, solche Wassertröpfchen. Interessant an diesem Gebilde hier ist, dass der Pilz hier die Richtung geändert hat, weil dieses Stück Birkenholz abgebrochen ist und so der Stamm jetzt anders da liegt, als das vorher der Fall war. Das hier war vorhin oben, hier oben, hier die Unterseite. Und jetzt bildet sich hier ein neuer Pilz mit Poren wieder auf der Unterseite. Hier wieder ein altes Exemplar vom letzten Jahr vom Birkenporling. Das ist ja nur ein einjähriger Pilz. Aber auch hier wachsen schon wieder frische. Und die werden eine richtige Größe erreichen. Ich schätze mal, so in 2 bis 4 Wochen haben die erntereife Größe erreicht. Hier haben wir am Totholz einen weiteren ungenießbaren Pilz, einen der Stielporlinge. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob der Schwarzfußporling oder kastanienbraune Porling. Ich tendiere eher zum Schwarzfußporling. Ein weiterer ungenießbarer Pilz, aber in diesem Fall auch wieder ein Vital- und Heilpilz, die Schmetterlingstramete, erkennbar an ihrer Vielfarbigkeit, hat hier außen relativ eine Kante und weiße Poren aus einer kleinen Anwachsstelle heraus. Kommt meistens auf Laubholz vor. Und hier haben wir einen der giftigsten Pilze überhaupt, der grüne Knollenblätterpilz. Mit seinem grünen Hut und Huthaut hat weißes Fleisch, weiße Lamellen. Und ein Stiel, der nicht rein weiß ist, sondern hier auch leicht grünlich, bräunlich genattert ist. Und natürlich eine große Knolle, deswegen der Name Knollenblätterpilz. Eine häutige Knolle. Erinnert etwas an eine Zwiebel. Hier im Umkreis der Birke haben wir einen Milchling, den Birkenmilchling oder Birkenreizker. Ein weiß milchender Milchling mit hier unten so wollig. Der ist hier unten so wollig behaart und der ist ungenießbar. Hier haben wir richtig einen kleinen Hexenring mit diesen Pilzen. Ja, das ist der schwarz-weiße Duftstacheling. Schauen wir uns seine Unterseite an, dann hat er nicht Poren,
sondern solche relativ kurzen, 1-2 mm lange Stacheln, einen dunkelbraunen Stiel und der schwarz-weiße Duftstacheling riecht nach Maggi, Maggi-Kraut bzw. Liebstöckel. Der Pilz ist ungenießbar. Jo, was haben wir hier? Das ist wohl, geht in Richtung Schleierlinge. Soweit ich sehen kann, ohne Violetttöne. Und mit dem dicken, klumpigen Fuß geht es wohl Richtung Klumpfuß. Den aber jetzt genau zu bestimmen, das kann länger dauern. Und die Zeit nehme ich mir jetzt nicht. Und es geht weiter. Hier haben wir zwei alte, mitgenommene, amethystschuppige Pfifferlinge. Die Pfifferlinge, zu den Leistlingen gehörend, wären gute Speisepilze. Das hier gibt aber nicht mehr viel her. Aber in etwa in Gegenden, wo es mehr geregnet hat, kann man durchaus schöne Pfifferlinge finden. Hier haben wir am Totholz zinnoberrote Trameten, die sich hier gerade frisch entwickeln, sind jetzt noch recht orange, werden dann mehr zinnoberrot mit der Zeit, haben auch rote Poren. Ist ein Folgezersetzer, zäh und ungenießbar. Als nächstes ein magendarmgiftiger Pilz, ein Schönfußröhrling mit seinem lehmgrauen Hut, seinem schönen Fuß mit etwas Gelb, etwas Rot, etwas Netz und gelbe Röhren. Zwischen den Fichten hier habe ich hier den ersten Fichtenreizker. Der Fichtenreizker, einer dieser rotmilchenden, Milchlingenreizkern. Die rotmilchenden sind essbar, sofern es keine Helmlinge sind. Der Fichtenreizker hat speziell hier etwas grün in der Hutmitte und natürlich seine orange Farbe in den Lamellen und dem Stiel und der Stiel im Großen und Ganzen ohne Grübchen. Hier haben wir einen filzigen Gelbfuß, auch Helveticus genannt. Dieser gelb-orange Pilz, der mit so ein bisschen filzig ist zum Anfassen, vor allem am Hut, aber auch am Stiel. Etwas dunklere, ins Bräunliche gehende Lamellen. Der Pilz ist essbar. Beim Kochen verfärbt sich der dunkelviolett. Da immer aufpassen, der neigt dazu, in den Lamellen Schimmel zu entwickeln, so wie dieses Exemplar hier. Dann ist er natürlich nicht mehr verwendbar. Hier haben wir Eispilze, die sich mittlerweile schon ordentlich entwickelt haben. Die sind so matt-weiß durchscheinend, haben eine gummibärartige Konsistenz und unten solche weißen, durchsichtigen Stoppeln. Erinnert optisch an Eiszäpfchen, deshalb auch der Name Eispilz. Der Pilz ist essbar. Ich esse den meist roh,
Dazu den einfach zu Hause gut waschen und ihn gleich so oder im Salat verspeisen. Gekocht gibt er nicht mehr viel her. Ja, und ich glaube, wir kommen zum Ende von dieser Tour. Es ist nach wie vor zu trocken bei uns. In Gegenden, wo es mehr geregnet hat, hat man auch mehr Pilze, vor allem mehr Speisepilze. Aber man merkt auch bei uns, wie jetzt im September die Artenvielfalt zunimmt. Ich würde darum empfehlen, meine Pilztour Mitte September vom letzten Jahr, kann man einfach oben in der Suche Bernards Pilzkanal September eingeben. Dann findet man das. Ja, ansonsten war es das von der Pilztour Anfang September. Man kann weiter auf Pilze hoffen. Man sieht auch schon mehr Leute mit Pilzkorb durch den Wald laufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei der Pilzsuche. Tschüss.